Alexa denn hin? Die kann doch nicht einfach so abhauen. Ganz offensichtlich doch, hast du doch gesehen. Du Idiot! Ich? Du hast dieses Miststück geheiratet. Du bist dafür verantwortlich. Oder steckst du mit ihr unter einer Decke? Kim, bitte, was soll das denn? Ich möchte nur mitteilen, dass... Justus jetzt machen? Warum hast du nicht besser aufgepasst? Frag das besser mal eure Gurkentruppe von Securities. Herzlich willkommen auf Schloss Königsbrunn, Graf Ansgar. Wir freuen uns alle sehr. Ich mich auch, Justus. Vielen Dank. Sie hat erst ihre Aussage bekräftigt und danach ist sie auch noch verschwunden. Also ganz offensichtlich hast du sie nicht im Griff. Sie ist misstrauisch geworden. Warum habt ihr auch überall eure Wachhunde postiert? Damit sie nicht abhauen kann. Das hat super geklappt. Ja. Wir verdoppeln die Security. Ab jetzt bekommst du Personenschutz. Graf, ich muss Ihnen wirklich mitteilen, jetzt dass... Jetzt nicht! Aber Kommissar Helmke hat sich angekündigt. Und? Gibt es etwas Neues? Die Fahndung nach Alexa Berg läuft auf Hochtouren. Wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie uns ins Netz geht. Eine Frage der Zeit? Das heißt, bei ihrem Laden ja wahrscheinlich ein paar Monate. Sie kann nicht weit gekommen sein. Natürlich ist sie nicht weit. Sie will ja auch hierher zu mir. Ich hätte gern Personenschutz. Der Antrag bei der Staatsanwaltschaft ist gestellt. Das beruhigt mich. Hören Sie, Meineid und Falschaussagen reichen nicht aus, um auf eine akute Bedrohung Ihres Lebens zu schließen. Sie hat meinem Vater gedroht. Und sie hat eine Waffe. Das wissen Sie sicher. Ja, ich habe sie gesehen. Sie sollten diese Frau so schnell wie möglich finden. Sie ist unberechenbar und absolut skrupellos. Wir reden hier von Ihrer Ehefrau. Ja, deswegen weiß ich auch, wovon ich spreche. Also gut, ich werde Druck machen, Sie bekommen Schutz. Und bis dahin würde ich Ihnen raten, ein Privatunternehmen zu engagieren. Das habe ich längst getan. Haben Sie vielleicht, ich sitze hier rum und warte? Und keine Alleingänge, ich warne Sie. Zwei Menschenleben sind wahrlich genug. Sowas wie bei der Lösegeldübergabe möchte ich nicht nochmal erleben. Dafür sorge ich schon. Sie hören von mir. Hast du gehört, was Herr Helmke gesagt hat? Ja. Wir haben das Handy der Zielperson geortet. Wo? Südstadt. Und das Ziel bewegt sich. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg. Gut. Was ist hier los? Ich hab was vor. Kommissar Helmke hat angeordnet, dass du Königsbrunn nicht verlässt. Der kann mich mal. Aber hier auf dem Schloss kann der Personenschutz doch am allerbesten für deine Sicherheit garantieren. Hm? Also das können wir überall. Da hörst du's. Ansgar, die Polizei wird Alexa finden. Und selbst wenn? Sie wird weiter lügen und sich aus der Affäre ziehen. Welche Strafe hat sie denn schon zu erwarten für eine Falschaussage? Ja, das kommt drauf an. Wenn ich das schon höre. Ich sorge dafür, dass sie nicht ungestraft davonkommt. Ach, was soll das denn heißen? Ansgar, die Frau ist gefährlich. Sie hat eine Waffe. Und wenn man Tristan Glauben schenken darf, dann kann sie auch ganz hervorragend umgehen mit dem Ding. Ich habe auch eine Waffe. Und sollte sie versuchen, auf mich zu schießen, werde ich das zu verhindern wissen. Das nennt man dann Notwehr. Nein, das nennt man Wahnsinn. Mag sein. Jedenfalls werde ich diesen Wahnsinn beenden, ein für alle Mal. Du bleibst hier. Du wirst mich nicht aufhalten. Entweder du nimmst jetzt Vernunft an, oder ich verständige Helmke. Kümmern Sie sich drum. Mhm. Was soll das denn jetzt? Ansgar, du machst einen Fehler! Geht's noch? Chef, das Signal bewegt sich jetzt Richtung Innenstadt. Ja los, dann bleiben Sie dran. Mist, das Signal wird schwächer. Wie kann das Signal denn plötzlich weg sein? Die Zielperson ist wahrscheinlich in einem Parkhaus oder im Fahrstuhl. Also Parkhäuser gibt's hier jede Menge. Wollen wir die jetzt alle abklappern? Sie wird schon wieder auftauchen. Keine Sorge. Sie reden schon langsam wie die Polizei. Bin ich eigentlich nur von Stümpern umgeben? Moment, Moment. Ja, was ist jetzt? Ich hab nicht ewig Zeit.
Das Signal ist wieder aufgetaucht. Ja, und wo ist sie? Hier. LCL? Na, die traut sich ja was. So, und jetzt? Jetzt schlagen wir zu. Mit unserem Geld, dem Berg und dem Landsteinvermögen, können wir uns so ziemlich alles kaufen. Dabei gibt es noch eine Sache, die mir wirklich wichtig ist. Das bist du. Damit gehörst du zu uns. Für immer. Ansgar? Sebastian, was machst du hier, verdammt? Was ist denn passiert? Ich wollte Ansgar davon abhalten, Jagd auf deine Ehefrau zu machen. Das ist passiert. Jetzt mach mich los. Warte mal. Ansgar will Alexa aufspüren? Und wie? Keine Ahnung. Ich wollte ihn aufhalten, aber... Warum... Ja, was warum? Der Geist hat jetzt da draußen irgendwo rum, ohne Polizeischutz und macht womöglich irgendeine Dummheit. War doch klar, dass er nicht einfach rumsitzt und wartet, bis Alexa ihn aufspürt. Shit, ich versuche schon die ganze Zeit, sie zu erreichen. Wo willst du jetzt hin? Werfen uns an seine Fersen. Vergiss es, Tristan, du weißt doch noch nicht mal, wo du suchen sollst. Wenn Alexa Ansgar erschießt, dann bin ich auch dran. So, wir durchsuchen jetzt das Gebäude. Sie sichern den Hinterausgang. Und seien Sie vorsichtig, die Dame hat eine Waffe. Okay? Hopp, hopp, hopp. Du musst der Polizei sagen, dass deine Fingerabdrücke auf der Waffe sind. Ach, und was soll ich Ihnen sagen? Entschuldigung, aber meine Frau hat ein kleines Vertrauensproblem und deswegen habe ich meine Fingerabdrücke auf der Waffe platziert, mit der sie Ansgar ermorden will, damit sie weiß, dass ich sie nicht verrate. Das ist die Wahrheit. Diese Frau plant einen Mord. Und ich habe die ganze Zeit davon gewusst, alleine dafür nehme ich die Bullen hoch. Tristan, komm mal runter. Es hat niemand was davon, wenn du jetzt durchdrehst. Wegen Alexa oder Ansgar. Glaubst du, ich habe Bock, in den Knast zu wandern? Tanja ist gerade erst aus dem Koma erwacht und Sebastian kriegt ein Kind mit seiner Urlaubsaffäre. Tristan hat unsere ehemalige Peltprinzessin geheiratet und Ansgar von Lahnstein versauert gerade im Knast. Wer weiß, ob wir den jemals wiedersehen. Also zutrauen würde ich ihm das schon. Da ist er ja. Stimmt. Wer hat den denn freigelassen? Sein erster Weg geht ins Büro. Wer nichts Besseres zu tun hat. Hey! Schön, dass du wieder da bist. Also, ich wusste natürlich gleich, dass du unschuldig bist. Wie schön. Ist Alexa Berg hier? Nee. Aber es wurde was für dich abgegeben. Hier. Moment. Darf ich? Was ist denn da drin? Eine Bombe? Überprüfen. Reingefallen. Na schön. Wer sagt mir, dass sie nicht trotzdem hier irgendwo rumläuft?
Nichts. Das Telefon aus dem Päckchen ist das, das wir geortet haben. Schön. Sie spielt Spielchen. Hören Sie, wir können nicht zulassen, dass uns wie eine Herde dummer Schafe vor sich hertreibt. Ich muss zugeben, ich habe die Dame unterschätzt. Ja, und Sie haben mir nicht zugehört. Zurück aufs Schloss. Wir müssen sie finden. Dafür müssen wir neu ansetzen. Schön, dann verlieren wir keine Zeit. Und wie soll das aussehen? Eine genaue Strategie habe ich noch nicht vor Augen. Warum überrascht mich das nicht? So, kann losgehen. Ich will über jeden ihrer Schritte informiert werden. Ja, versteht sich. Wo warst du? Ich habe ein bisschen frische Luft geschnappt. Tristan hat Sebastian gefunden. In deiner Suite. Er war gefesselt und geknebelt. Er war im Weg. Er sucht dich und er hat Hemke informiert. Ist mir egal. Sie bleiben hier. Hat Alexa sich bei dir gemeldet? Es wäre ganz schön dumm von ihr. Und das ist sie nicht. Ja, ich aber auch nicht. Was hast du jetzt vor? Es ist einfach immer gut, wenn man weiß, wo seine Feinde sich aufhalten. Und wenn du es weißt? Dann fühle ich mich sicherer. Das ist alles. Na klar. Ach, du lügst. Kim, warum willst du das eigentlich alles wissen? Weil ich deine Tochter bin und weil ich mir Sorgen um dich mache? Hey, das will ich nicht. Dann behandle mich nicht wie ein kleines Mädchen und sag mir endlich, was los ist. Du hast es mir zu verdanken, dass du nicht mehr im Knast hockst. Ich weiß und das werde ich dir nie vergessen. Versprich mir, dass du keinen Mist baust. Ich versprech's. Ich setze heute keinen Fuß mehr vor die Tür. Ich meine es ernst. Ich auch. Ich werde den Rest des Abends in meiner Suite verbringen, okay? Soll ich dir Gesellschaft leisten? Kim, jetzt hör mal zu. Jetzt schau dich mal um. Das Haus ist voller Security. Du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Geh zu Emilio. Er ist wahrscheinlich ohnehin schon sauer, dass sich alles nur noch um mich dreht. Macht euch einen schönen Abend. Ich weiß, dass ich euch was schulde, okay? Bleib einfach am Leben, das reicht schon. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Kim, ich hab nicht vor zu sterben, okay? Mach dir keine Sorgen. Vier meiner Leute bleiben über Nacht. Und ich bin dann morgen früh wieder hier. Hoffentlich mit einer brauchbaren Idee. Ja, gute Nacht. Alles muss man selber machen. Auf Wiedersehen, Ansgar.